Hallo und willkommen in meiner Häkelgarage und wir starten mit der Materialliste. So, mal kurz vorab. Das Mofa besteht aus vielen, wirklich vielen kleinen Einzelteilen, die gehäkelt und gebastelt werden. Ich möchte es im Voraus sagen, dass man ein bisschen weiß, was auf einen zukommt, weil es ist halt auch nicht jedermanns Sache. So viele kleine Einzelteile und dann das Häkeln an sich ist eigentlich kein Problem, aber dann auch das Zusammenkleben bzw. das Zusammenbauen dann später, es ist schon mit Geduld verbunden, also Geduld und Durchhaltevermögen. Deswegen möchte ich das gleich vorher sagen, dass man sich dann darauf einstellen kann. So, jetzt kommen wir zu den Materialien. Als erstes brauchst du ja wieder ein Podest, um das Mofa draufzustellen, dass es auch Halt hat, weil das müssen wir dann wieder mit Nadeln befestigen. Hier kannst du dann praktisch aus Styropor was nehmen oder dann mit Karton. Ich hab hier mehrere Kartons übereinander, also ausgeschnitten und dann übereinander geklebt mit dem Alu-Tape. Da kannst du aber dann auch mit Zeitungspapier verpacken oder mit PVC oder mit Servietten oder also da kannst du deine Fantasie freien Lauf lassen. Du musst es auch nicht rechteckig machen, du kannst es jetzt rund machen. Ich habe jetzt hier auch eins in so rundlich gemacht mit so Treppen. Also das Podest hat bei mir die Maße 17 x 33 cm. Da passt dann das Mofa gut drauf. Da ist dann hier ein bisschen Platz und hier auch Platz, ne? Okay. So, jetzt kommen wir zu dem Füllmaterial für den Sitz, für die kleinen Seitenteile und den Tank. Da brauchst du auch nicht viel. Ich habe wieder diesen gepressten Schaumstoff verwendet, den gibt es in Kartons. Wenn du jetzt Elektrogeräte oder irgendwas bestellst, was zerbrechlich ist, und dann ist es als Material drin, dass der Artikel nicht beschädigt wird, also so als Füllmaterial. Das ist so ein bisschen ein härteres Material, wo sich super schön schneiden lässt und da bleiben auch die Nadeln gut drin stecken. Du kannst aber natürlich als Alternative auch Styropor nehmen. Das ist zwar eine Sauerei, weil es sich nicht so schön schneiden lässt aber oder du fragst mal im bekannten Familienkreis, ob vielleicht jemand sowas hat. Aber als Alternative kannst du natürlich dann auch Styropor verwenden. So, jetzt kommen wir zum Garn. Wichtig wäre jetzt hier, dass dein Garn ungefähr dieselbe Lauflänge hat wie das Garn von mir. Und dass du auch mit Nadelstärke 2,0 bzw. 2,5 arbeitest. Ich habe nämlich in der Anleitung viele Angaben mit Zentimetern gemacht. Zum Beispiel jetzt der Radabstand hier. Er ist in Zentimeter, dann auch die Reifen, die werden umhäkelt mit so einem Gewebeschlauch. Da hat dann der Schlauch 23 cm. Also sind deine Reifen, haben deine Reifen genau dieselbe Größe wie die Reifen von meinem Mofa. Wenn du jetzt ein anderes Garn verwendest als Hauptgarn oder jetzt auch hier für die anderen Teile, dann können da Größenunterschiede sein, sprich, wenn ein Teil, das ich gehäkelt habe mit 2,0 und meinem Hauptgarn und das hat 3 cm und dein Garn zum Beispiel ist wesentlich stärker und du häkelst mit einer größeren Nadel, dann ist dein Teil natürlich größer und dann passt es proportional überhaupt nicht mehr zu den Reifen und zu dem ganzen Ufer. Also wie gesagt, du musst nicht unbedingt die gleiche Firma nehmen, aber es sollte die gleiche Lauflänge haben und die Nadelstärke 2,0 und beziehungsweise 2,5. So, wir starten mit den Reifen. Für die Reifen brauchen wir so einen Gewebedraht. Den gibt es beim Obi. Da steht da was drauf. Lux Tool. Und der hat einen Durchmesser von 1 cm. Und da brauchst du 2 x 23 cm für die Reifen. Und das umhäkeln wir dann mit dem Twister Spatgarn. Das ist ein 100% Polyacrylgarn und das hat eine Lauflänge von 150 Meter auf 50 Gramm.
Und hier arbeiten wir mit Nagelstärke 2,5, aber das ist nur für die Reifen. Also nur für die Reifen 2,5 und die Twister Sport. Für alles andere habe ich ein anderes Garn verwendet. Ich habe wieder dieses Paradise Pearl. Das ist ein Angebotsgarn aus der Norma. Es gibt so zweimal im Jahr in der Norma. Das ist auch ein Polyacrylgarn. Das hat die Lauflänge von 210 Meter auf 50 Gramm. Da habe ich jetzt hier die Hauptfarbe, dieses Blau. Dann brauchen wir ein kleines bisschen Rot in derselben Stärke oder circa in derselben Stärke in Rot und dann nochmal circa in derselben Stärke in Beige. Das ist fürs Rücklicht und das ist fürs Licht vorne. Wenn das jetzt 5 oder 10 Meter Unterschied hat in der Lauflänge, macht das auch nichts, ne? Dann für die Kleinteile habe ich dann das Diva, das Airless Diva in Grau und Airless Diva in Schwarz. Also hier machen wir dann die Kleinteile daraus. Bei uns regnet es ganz arg. Das hört sich komisch an, wenn das an die Fensterbank prasselt. Das Airless Diva hat eine Lauflänge von 350 Meter auf 100 Gramm. Also einmal das Schwarz und dann das Grau für die Kleinteile. Dann habe ich festgestellt, den Lenker, also mit der Strickmühle machen wir den Lenker und den kann man mit diesem Garn gar nicht machen. Da ist es zu fein, das funktioniert überhaupt nicht, das wird dann zu löchrig. Deswegen habe ich dann auch von Paradise Pearl für den Lenker dieses Grau verwendet. Kannst aber Reste nehmen, ne? Wie gesagt, die ungefähr die gleiche Größe haben. Also die gleiche Lauflänge, ne? In Grau, in Beige und in Rot. Alles andere, wie gesagt, häkeln wir mit 2,0 Nadelstärke und nur die Reifen mit 2,5. So, dann brauchst du eine Schablone für die kleinen Kreise zum Ausschneiden ist es einfacher. Dann brauchst du etwas stärkere Pappe, aber auch nicht viel für den Zylinder hier. Den habe ich aus Pappe gebastelt. Dann brauchst du ein Lineal. Dann habe ich immer diesen Eisendraht geglüht gekauft. Den habe ich in einem Bastelgeschäft gekauft und da haben 10 Stück 1,49 € gekostet. Jetzt habe ich aber im Internet eine bessere Adresse gefunden. Habe jetzt gleich 100 Stückweise gibt es wieder zu kaufen, weil ich brauchte ja doch öfter. Aber ich mache den Link unten in die Infobox. Da kann man auch zum Beispiel 50 Stückweise kaufen. Und wenn man die dann doch öfters braucht, dann rentiert sich das auf jeden Fall. Dann brauchst du Uhu, ein bisschen Watte zum Ausfüllen, zum Stopfen, eine Pinzette, dann Silberpapier zum Aufhübschen und strukturiertes Papier, je nachdem, wie du das machen möchtest. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen, ganz tolle Sachen. Die findest du im Bastelgeschäft am besten, da kannst du dir dann auch angucken, was für Strukturen das sind und alles. Dann etwas dünneres Papier, ein Schwarz, zum Beispiel jetzt für die Fußrasten oder zum Verkleiden von Auspuff und den Stoßdämpfern her. Das sollte ein bisschen dünner sein, weil du musst es ja dann so rumwickeln können, ne? Dann brauchen wir viele Stecknadeln mit diesem Eisenkopf. Na, die müssen wir dann opfern für Stabilität. Dann braucht man ein kleines Stück weißes Moosgummi. Da kannst du aber auch ein Stück Papier oder irgendwas nehmen, was weiß ist. Dann brauchen wir eine Zange, ein Locher, dann zum Verkleiden das Alu-Tape, eine Heißklebepistole, eine Strickmühle, eine Schere natürlich. Und dann habe ich für die Felgen hier habe ich ein bisschen stärkeres Papier, also so ein bisschen stärkeren Karton genommen, das ein bisschen stabiler ist. Da habe ich jetzt Grau. Wenn du natürlich eine andere Farbe nehmen möchtest, kannst du natürlich auch machen. Du kannst ja deine Felgen in Weiß machen oder
oder passend zum Hauptgang. Ne? Das bleibt dann auch dir überlassen. Okay, dann war es das jetzt erstmal mit allen Materialien. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zusammensuchen und wir sehen uns dann im ersten Teil. Macht's gut und bis bald. Tschüss.